Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal von FotoTV. Mein Name ist Marc und heute geht es um das Thema Food-Fotografie. Viele Leute denken, Food-Fotografie wäre im Wesentlichen Trickserei mit dem Essen, um gute Bilder zu bekommen. Das ist nicht der Fall. Es geht um viel mehr und wie immer wollen wir euch bei FotoTV mal das gesamte Bild zeigen. Und darum geht es heute. Wie kommt es zu guter Food-Fotografie? Für eine Reihe über Food-Fotografie haben wir uns wieder einen Experten geholt. Klaus Arras, sehr bekannter Food-Fotograf, hat uns in sein Studio mitgenommen und wir wollen uns mal darüber unterhalten mit ihm, wie es zu guter Food-Fotografie kommt. Ich habe es im Eingang schon gesagt, man denkt ja so, Food-Fotografie wäre irgendwelche Tricksereien, also Eisbällchen aus Quark und getrickstes Essen und so weiter. Ich war sehr erstaunt, bei Klaus Arras zu lernen, dass das nicht der Fall ist. Das Essen selbst ist bei der Food-Fotografie natürlich wichtig und sie muss frisch zubereitet sein, aber damit ein gutes Food-Foto entsteht, ist viel mehr nötig. Wir fangen an mit einem Tipp aus der Serie mit Klaus, indem er sein Foto arrangiert. Und zwar arrangiert er nicht das Essen in erster Linie, sondern das Ganze drumherum. Schaut euch das mal an. Jeder kennt Caprese, kennt die klassische Form der Darreichung, Tomaten aufgeschnitten, Mozzarella aufgeschnitten, das fächerförmig ab angerichtet, Basilikumblätter drüber und bisschen Vinaigrette, Öl oder Salz und Pfeffer. Ich versuche das jetzt einfach so als Idee für eine Coverseite jetzt mal ganz anders anzurichten, dass das einfach so von dem klassischen Betrachtungsbild abweicht, dass man durchaus sagen kann, ach, so könnte ich das auch mal machen, wenn ich Gäste habe. Gut, wir wollen dabei für euch sehr nachvollziehbar bleiben. Hier vorne steht eine Kamera, die haben wir ungefähr so eingestellt, wie du deine Fotokamera benutzen würdest. Ist im Grunde die ähnliche Perspektive. Großer Unterschied ist, dass wir hier im 16:9 Breitformat arbeiten, du für Kochbücher aber fast ausschließlich im Hochformat. Im Hochformat. Na gut, da müssen wir dann uns das gleich denken. Aber du fängst direkt an, hier das Handtuch zu werfen. Das Handtuch zu werfen. Gut, ich denke, hier haben wir einen ähnlichen Untergrund, dass der Untergrund ähnlich ist wie die Farbe des Scherben, um da einfach so ein bisschen Kontrast reinzubringen, das etwas aufzulockern, dass es nicht so steril wird, lege ich jetzt noch ein Tuch dazwischen, was das Ganze einfach etwas belebt. Trennt und abhebt. Das fängt ja auch schon an, wieder eine Geschichte zu erzählen. Ne? Das Tuch dazwischen ist so ein bisschen. Das Tuch ist jetzt noch nicht die größte Geschichte. Die Geschichte kommt vielleicht dann, wenn man am Schluss das Besteck mit hinzulegt. Aber so schaut das schon ganz gut aus. So müsste das eigentlich auch ganz gut gehen. Ich habe hier schon so die eine oder andere Tomate mal angeschnitten, damit wir auch sehen, wie sie innen ausschaut. Nicht, dass wir da eine Tomate anschneiden, die dann innen gar nicht mehr schön aus. Aber die schaut auch recht gut aus, die Fleischtomate. Dann war meine Überlegung, zuerst dachte ich, wir nehmen ganzen Mozzarella, aber der ist einfach zu groß. Wir nehmen einen halben, den wir dann mit so einem kleinen asiatischen Stick oben auf der Tomate befestigen. Da kommt ein kleines Accessoire zum Einsatz. Im Grunde kann man das schon als Accessoire bezeichnen. Es zeigt ja auch schon, dass dadurch letztendlich die Geschichte anders wird, als das traditionellerweise der Fall ist, dass halt eben die Teile nicht aufgeschnitten werden, sondern irgendwie halbiert werden und zusammengefügt werden. Dadurch steht eigentlich mehr die Inhaltsstoffe im Vordergrund als das endgültige Gericht. Genau. Eigentlich kann man fast von einem fertigen Aufbau sprechen. Es gibt natürlich noch jetzt zig Varianten, dass der Mozzarella etwas schräger angeschnitten ist, die Tomate etwas schräger geschnitten ist. Aber ja, es hat auch eine Dynamik, der Mozzarella versucht ein bisschen nach links zu gehen, aber das können wir dann noch mit dem Basilikumblatt ausgleichen. Im Grunde könnte man jetzt einfach sagen, wir arrangieren mal ein Basilikumblatt drüber. Man kann es einfach kullern lassen, aber das schaut jetzt ein bisschen wie ein Hubschrauber aus, das ist nicht so glücklich. Das, wir hätten in der Gärtnerei oder wo auch immer das heute Morgen nochmal gießen können. Es ist einfach immer wieder toll, einem Profi zuzusehen, wie er es macht. Das tun wir immer wieder in unseren Filmen, deswegen nur kurz der Hinweis. Gebt uns ein Abo, ein Like auf diesen Film und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft Filme wie diesen hier nicht verpasst, in denen wir Profi-Fotografen zum Wort kommen lassen. Weiter geht's rund um die Food-Fotografie und auch in dem nächsten kleinen Ausschnitt, den wir euch zeigen wollen,
wird eins deutlich: Das Drumherum in der Foodfotografie ist extrem wichtig. Und wir wollen uns mal anschauen, welchen Stellenwert der Untergrund hat, auf dem das Essen präsentiert wird. Das zeigt euch Klaus Arras jetzt. Es ist richtig, ohne Untergrund kein Übergrund. Es ist letztendlich so, dass es einfach wichtig ist, dass ich mir für ein bestimmtes Thema bestimmte Untergründe oder einen Untergrund aussuche. Da gibt es jetzt mannigfaltige Beispiele dafür. Vielleicht nehmen wir einfach mal hier das Beispiel marinierter bzw. gebeizter Lachs. Die Überlegung, wie fotografiert man sowas, bringt es oder macht es Sinn, wenn ich den ganzen Lachs jetzt hier hinlege, ein bisschen was drumherum arrangiere, dann drauf fotografiere und zeige, so schaut der gebeizte Lachs aus. Fand ich nicht so spannend, vielmehr die Idee, wirklich das Ganze nur in einem kleinen Ausschnitt zu zeigen. Letztendlich liegt da natürlich was unten drunter. In dem Fall, ich nehme an, das ist eine Holzplatte gewesen zum einen, und über der Holzplatte lag dann auch nochmal eine Frischhaltefolie. Das kann man hier durch die Lichtreflexion ansatzweise erkennen. Aber das zeigt schon, dass irgendwo eine Bewegung im Untergrund ist und das Ganze dadurch auch nicht so steril und neutral wird. Und dann halt eben einen relativ engen Ausschnitt gewählt, wo ich auch sehr gut letztendlich die Materialität des Salzes, der Kräuter, der Gewürze rausarbeiten kann und der Betrachter sich dadurch so förmlich in das Bild hineingezogen fühlt. Das ist jetzt, wir haben das gewählt, weil es eigentlich fast ein Extrembeispiel ist mit so wenig Untergrund, und man sieht dann sehr gut, was ein Untergrund leisten kann. Hier hast du gesagt, hier ist es eigentlich fast ja unterschwellig, nur dass, genau, man sagt, okay, das ist hier, da ist vielleicht diese Folie. Ich glaube, hier drüben kommen wir jetzt zu Bildern, wo richtig viel Untergrund ist, und da sieht man dann den Unterschied, ne? Hier bei dieser selbstgemachten Currywurst ist die Currywurst in Aluminiumfolie eingewickelt worden, und da stellte sich dann für mich auch die Frage, wo lege ich das drauf? Das kann letztendlich dann auch kein Stoff sein. Das hätte zur Not auf noch... Auf der Blümchen. Genau, das auf gar keinen Fall. Es hätte gegebenenfalls noch ein Küchentuch, das vielleicht so ein bisschen zerrissen ist oder ein paar Flecken hat, sein können. Aber ich habe mich dann ganz bewusst für einen Metalluntergrund entschieden. Das ist irgendwie eine Platte, eine Metallplatte, die schon jahrelang im Studio rumstand und die plötzlich ins Auge gefallen ist, und man sagte, okay, passt, nehmen wir. Auf der anderen Seite letztendlich aus einer Schlosserei eine ganz x-beliebige Eisenplatte, die irgendwelche, man kann es auch gut erkennen, schon leichte Gebrauchs- oder Verarbeitungsspuren hat. Und ich finde, dass jeweils auch in der Kombination das Ganze sehr gut zusammenpasst, obwohl es ja wirklich zwei unterschiedliche Schritte sind, die Vorbereitung der Currywurst und dann das fertige Essen. Für mich persönlich sind die Filme mit Klaus Arras ein totales Highlight. Und ihr habt eben gesehen, was für einen Stellenwert der Untergrund hat. Es ist ja auch klar, eine Tomate oder ein Schnitzel ist das, was es ist. Aber wird es auf einem Teller serviert, der aussieht wie in einem Landhaus, dann wird es ein rustikales Essen. Wird er auf einem Teller und auf einem Tisch serviert, der aussieht wie ein Sterne-Restaurant, dann bekommt das Bild eine komplett andere Richtung. Und ich glaube, das ist hier deutlich geworden. Wenn ihr die kompletten Filme mit Klaus bei uns sehen möchtet, habe ich ein Angebot an euch. Ihr könnt euch bei FOTO.TV registrieren, kostenlos als Nutzer. Dabei bitte den Newsletter abonnieren, den ihr jederzeit wieder abbestellen könnt. Ihr bekommt dafür als Geschenk 5 sogenannte Credits, mit denen ihr euch 5 unserer Filme komplett kostenlos ansehen könnt. Wir haben gesprochen über die Gestaltung von Foodfotos, über die Untergründe, und es gibt einen weiteren wichtigen Punkt, auch wieder einen, der nicht direkt mit dem Essen zu tun hat, nämlich die Requisiten. Wenn man bei Klaus Arras im Studio ist, der hat eine Riesenwand voll mit lauter Sachen, die er auf Trödelmärkten, bei eBay und so weiter zusammengesammelt hat. Requisiten rund um die Foodfotografie, die das Bild erst so richtig gut machen. Schauen wir da mal rein. Letztendlich ist es so, dass die Requisite ein Mittel zum Zweck ist. Mit der Requisite transportiere ich in einer gewissen Weise die Bildinformation, die auf dem Teller, der Schale, dem Glas oder wie auch immer stattfindet. Wir haben hier ein Beispiel vor uns, und das ist aus mehreren Aspekten her interessant. Hier wird gar nicht das eigentliche Gericht mehr gezeigt, sondern nur die Zutaten. Und da sind dann eben auch
Requisiten bei, ne? Die Dose hier. Na, hier bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. Es geht Grundrezept Sauce Bolognese. Im Grunde weiß jeder, wie eine Sauce Bolognese ausschaut. Und die brauchen wir als Rezeptfoto im Grunde mit Nudeln oder wie auch immer gar nicht mehr zu zeigen. Und da war die Überlegung einfach, komm, nehme ich das Hackfleisch, nehme ich eine Tomatendose, nehme ich etwas Suppengrün, ein paar Kräuter, eine Zwiebel. Wir legen das alles schön auf ein Holzbrett und fotografieren es. Das waren eigentlich dann die Inhaltsstoffe, ne? Das waren die Inhaltsstoffe, also die wichtigsten Inhaltsstoffe. Da ist jetzt nicht Salz und Pfeffer dabei, aber es ist ja einfach so eine Impression, ein Einstieg ins Thema. Und das, wie gesagt, Interessante daran, dass man das eigentlich im Gericht gar nicht sieht. Gehen wir mal in ein Beispiel rüber, was wir schon mal gezeigt hatten. Hier ist das Gericht da, aber als Requisite noch die Inhaltsstoffe. Hier ist es einfach so, dass das ein Kapitelaufmacher ist und da will ich einfach zeigen oder so eine gedankliche Anregung geben, was in diesem Kapitel passiert. Auf der einen Seite steht natürlich groß, dass das Kapitel um Salate geht. Da sind dann hier verschiedene Salate abgebildet worden. Hier ist jetzt ein Salat, ich glaube, der ist jetzt auch nicht mal nach einem besonderen Rezept entstanden oder ist einfach etwas Feldsalat genommen worden, ein bisschen Parmesan ist dabei, Radieschen, es sind ein paar Frühlingszwiebeln dabei, die auch hier geschnitten liegen. Da kommt nochmal ein Kräuterplättchen rein und noch verschiedene Salatsorten gezeigt worden. Dann kommen wir zu einem weiteren Beispiel, was Requisiten leisten können. Sie können auch den Herstellungsprozess mit unterstreichen. Das ist nicht das Huhn auf dem Teller, sondern ist noch in der Kasserole. Das ist die Ente. Ente in der Kasserole. Hier war die Idee wirklich, was auch letztendlich zum Thema des Buches gehört, die letzten Heldentaten am Herd, dass das jetzt auch nicht in einem neuen Topf gekocht wurde, sondern wirklich so, wie man das vielleicht irgendwo noch in Omas Küche oder irgendwo auf dem Bauernhof oder irgendwie in einer ganz rustikalen Küche findet, dass dieser Bräter genommen wird, wo dann auch die Ente anschließend drin fotografiert wird, aber dann bei dem Ganzen doch ein Silberlöffel, der das so wieder so etwas aus dem zu rustikalen rauszieht und so einen kleinen Gegenpol, sprich einen kleinen Kontrast bildet. Hier sind wir noch, wir hatten auch schon mal über Untergründe gesprochen, hier sind wir noch auf dem Untergrund in der Küche. Ja, das ist also noch ein deutliches Zeichen, dass wir sind hier noch nicht am Tisch. Nee, hier sind wir nicht am Tisch, hier sind wir eigentlich noch so im Abschluss des Arbeitsprozesses, wo man sieht, die Serviettenknödel, die hier jetzt in Alufolie zubereitet wurden, die sind aufgerissen und der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, diese Kasserole einfach auf den Tisch zu stellen und die Serviettenknödel entweder in eine Schale zu geben, auf eine Platte oder letztendlich auch auf ein Holzbrett zu legen und so zu servieren. So viel zu diesen drei Tipps und diesen Ausschnitten mit Klaus Arras aus unserer Serie zur Foodfotografie. Nochmal der Hinweis, schaut euch das Ganze mal in ganzer Länge bei uns bei FOTO.TV an. Ihr werdet sehen, Foodfotografie ist ein fantastisches Genre und mit Tipps und Tricks und mal schnell irgendwas gemacht, ist es da nicht getan. Erst wenn man den kompletten Prozess versteht, all die Einflussfaktoren, dann entsteht ein richtig gutes Bild. Das ist unser Anspruch bei FOTO.TV. Ich lade euch ein, sich euch das mal anzusehen. Bis dahin wünsche ich euch hier viel Spaß weiter bei YouTube oder eben drüben bei FOTO.TV. Tschüss, euer Marc.